Ach nee, jetzt wollen wir bei ihm privat auch noch weitermachen. Na klasse. Ja, wir werden voll ausgebeutet hier, voll ausgenutzt, ey. Was soll das werden? Du wolltest einen Mechaniker. Hier hast du ihn. Ich wollte jemanden aus der Stadt. Keinen von denen. Was ist kaputt, Sir? Unser Fernseher ist hin. Der Plattenspieler ist kaputt. Ihr kriegt aber auch alles kaputt, oder? Ah, so, was haben wir denn hier? Erstmal. Hopi-Häuser in New Mexico. Vielleicht aus ihren Flitterwochen. Ich bezweifle, dass ich das hier rausschmuggeln kann. Trophäen. Scharfschützenpokale. Oh, Er hat mich genau im Blick. Hier steht ja auch sein ganzer Stolz. das hört sich nicht so gut an. Was haben wir hier? Masons Abschlussklasse. Ich bin Mechaniker, kein Innenausstatter. Radio? Ein 0815-Radio habe ich im Krieg andauernd repariert. 0815 Radio. Dass die zu dieser Zeit schon den Ausdruck 0815 kannten, ne? Oder kennen. Nicht nötig. Ich muss gerade lachen, ich finde das so lustig. Platten. Sehen nicht gut aus. Sie kümmern sich offenbar nicht um ihren Kram. Nee. Ich bezweifle, dass ich die beiden zum Tanzen überreden kann. Tagbank, Ich Plattenspieler. höre ein leises Brummen. Der Verstärker funktioniert. Kinderspiel. Der Riemen ist etwas verklebt. Keine elegante Lösung, aber sie funktioniert. Ja. Das Ding steht auch ohne das Magazin gerade. Warum bist du zu Hause? Musst du nicht zu deinem Therapeuten? Das Meer ist zu unruhig. Die Fähre fährt nicht. Ja. Können wir mit ihm jetzt quatschen oder mit ihr? Ach, wir können mit ihr auch mal quatschen jetzt, oder? Vorsicht, Joe. Bloß nicht zu lange hingucken. Ma'am? Lass ihn das Münztelefon reparieren. Ich will meine Mutter anrufen. Die Verbindung in die Stadt ist furchtbar. Machen wir mal Fernsehen. Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Hier komme ich an die Grenzen. Okay. Kommt mit beiden Texten, also links und rechts am Mausklick, kommt das gleiche bei rum. Das heißt, warte mal, was? Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Ich soll doch den Fernseher reparieren. Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Okay, dann nicht. Dann muss ich mit ihm reden, vielleicht so ein Hinweis oder was? Verzeihung, Sir, wo haben Sie die Anleitung? Moment! Wie ist das Leben so im Hauptgebäude? Ma'am? Ihr könnt wenigstens über Morde und Kidnapping reden. Bei uns dreht sich alles nur um Eisenhower. Ich glaube, ich sollte weiterarbeiten. Hier! Die Anleitung zu Masons Fernseher. Dann, vielleicht funktioniert jetzt irgendwas. Ah. Eine der Röhren ist im Eimer. Okay, das heißt wieder mit Mason reden. Okay, er läuft nicht, er gleitet. Wir müssen eine Elektronenröhre austauschen. Ja, davon habe ich reichlich. Oh, hol mal her. Und warum bist du hier? Ja, Freund geholfen. Ich habe einem Freund geholfen. Ah, reden die anderen Häftlinge eigentlich über mich? Ach, vergiss es, du brauchst es mir nicht sagen. Ich muss arbeiten. Hier! Ich wollte eine Birne haben. Ich kriege. Und was ist Nur das? ein Stück Draht.
Elektronenröhre, Elektronenröhre, Rabimmel, Rabammel. Noch eine Röhre. Eine Röhre von einem Fernseher. Okay, dann nehmen wir die jetzt und die. Das sollte ich mir vorher genau überlegen. Vielleicht wäre es hilfreicher, vielleicht sollte ich mir vielleicht genauer mal angucken. So und so. Genau so muss es sein. Und jetzt tut das einfach. Mann, das wird kompliziert, da muss doch erstmal drauf kommen. Aber ich sage ja, unlogisch muss sie ja logisch machen. Passt. Das, was nicht funktionieren könnte, das musst du einfach ausbilden, dass es funktioniert. Das war leicht. Du hättest nur die Anleitung lesen müssen. Gut, okay. Der Empfang ist mies. Ich bekomme nur Schnee rein. Alufolie könnte helfen. Ich hab welche da. Alufolie. Hör auf, ey. Ihr macht Sachen. Ein Stück Alufolie. Ein bisschen an der Antenne drehen. Wow. Das sieht gut aus. Was wissen Sie über den Verdächtigen? Ja, Ma'am. Wir überprüfen das. Wann war das? Keine Farben. Na, Schwarz-Weiß-Gerät. Ja, das wissen wir. Vielen Dank. Okay, Chief, das war's. Willst du ihm nichts zahlen? Nein, ich werde ihm nichts zahlen. Oh, das Telefon. Er soll das Telefon reparieren. Ruhe! Hey, 1229. Guck dir mal das Telefon draußen an. Normalerweise könnte auch jetzt langsam Joe zu uns sagen, ne? Drecksack. So, wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt hier? Telefonbuch. Das aktuelle Telefonbuch. Mhm. Stromkasten, Telefon. Krieg eine Menge Störgeräusche. Muss an den Kabeln liegen. Ich kann die Verbindung ohne weiteres verbessern. Und das kleine Ding hier wird dann nutzlos. Ich stecke es besser ein. Jetzt hat er sich irgendwas eingesteckt. Und auch eine Münze. Die Kabel sind korrodiert. Die Drähte sind marode. Die müssen ersetzt werden. Okay, warte mal, ein Kabel haben wir noch. Warte mal, wo haben wir das denn hier? Vorsicht, Joe. Kein guter Zeitpunkt, um den Löffel abzugeben. So, ich habe die zerfressenen Kabel ersetzt. Funktioniert das Telefon jetzt? Ich habe so viel ausgebaut, wie ich konnte, ohne es kaputt zu machen. Jetzt sorgen nur noch die Stromkabel für ein paar Interferenzen. Ich muss die Kabel irgendwie abschirmen. Okay, abschirmen wir irgendwie was? Alufolie. Okay, die Alufolie sollte die Kabel abschirmen. Ich bin fertig. Wenn Sie das Telefon umsonst benutzen wollen, folgen Sie dem Kabel. Und schließen Sie den Stromkreis mit einem Stück Metall. Ha! Das wird meine Frau sicher freuen. Ja, bestimmt. Versuch mal, uns Ferngespräche freizuschalten. Hoi, ei, ei. So. War immer mal die Sachen repariert. Wo sind wir jetzt? Und jetzt? Wäscherei. Wir können doch nicht mit Bumpy kämpfen, weil uns irgend noch ein Schutzdingens fehlt oder so. Und die wollte. Die hatte irgendwas, hat sie gesagt am Anfang. Wegen irgendwelchen Zeitschriften konnte sie uns, wollte sie uns irgendwie was. Warte, was muss ich jetzt nochmal? Hi, Joe. Aha, ey, du bist der Kuh. Wie kann ich Gaspipe loswerden? Rat mal, wie du ihn loswirst, aber heil aus der Sache rauskommst. Eine Schutzweste. Ich kann dir eine nähen. Ich brauche nur zwei dicke Zeitschriften. Dicke Modemagazine. Werd sehen, was ich machen kann. Ja, da haben wir noch was, ey. Uhuhu. Schön. So schön. Geil. Warte mal, wo haben wir hier? New Yorker. Oh, toll. Nur noch eine und du bekommst deine neue Schutzweste. Oh, aber bitte nicht für dieses rosa Dingsbums, was wir dir vorhin gegeben haben. BH, also Brusthalter. Das reicht für eine Weste. Ja, schön. Mach mich an die Arbeit. Alles klar, geil. Hier hast du deine Weste. Handgeschneidert. Junge, steht dir. Häuser unsere Größe, oder? Meine Schutzweste.
Alles klar. So, wir fertig, oder? Fertig. Draußen. Was draußen? Muss bei Ihnen. Scheint die Sonne. Ach, muss bei Ihnen auch noch was repariert werden? Okay, das heißt, wir hätten also definitiv irgendwie hätten anders spielen müssen, von der Reihenfolge her, oder wie? So, wir haben jetzt den Schuss. Okay, warte mal, dann müssten wir doch jetzt eigentlich gegen Gaspipe kämpfen müssen, oder? Also müssen oder sollten. Ja, gegen Gaspipe kämpfen. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ich weiß, was du suchst. Oh, doch. Aber okay. Du kriegst den nicht. Er gehört mir. Komm schon. Er schlägt mich mit einem Wagenheber. Oh, bist flink, Junge. Aber irgendwann erwische ich dich. Genug geredet. Ich komm hier ohne dich raus. Jetzt komm schon, fall um. Oh Scheiße, das hat nicht funktioniert. Da war er zu schnell. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Okay, alles klar, dann. Oh, ein paar mehr und er ist hin. Hier mal noch ein mit dem unserem Messerchen. Er sieht übel aus. Ja, er kriegt schon eine andere Farbe. Oh, du hast mein Leben ruiniert. Du kannst mich nicht besiegen. Oh, da. Ja. Fast geschafft. Oh. Okay, bring die beiden auf die Krankenstation. Also musst du mit der Maus etwas schneller sein, sonst hätte ich jetzt wieder im Bauch schlagen müssen und nochmal. Okay. Aber er tut dann halt auch Decken den Arm bewegen, also nicht schlecht. Wow. Warum bringt ihr euch nicht einfach um? Dann könnte ich jetzt nach Hause gehen. Mir ist egal, ob du stirbst. Mir nicht. Mir nicht. Sieht für mich anders aus. Wer sich mit Gaspipe anlegt, hält nicht viel von seinem eigenen Leben. Oh. Es ist ihr Job. Es ist ihr Job. Behalt's für dich. Aber ich werde nicht pro Patient bezahlt. Haben Sie kein Eid abgelegt? Ah, die meisten von euch haben eh den Stuhl verdient. Warum bist du auf der Insel? Bewaffneter Überfall. Versuch's nochmal mit der Wahrheit. Dafür landet man hier nicht. Anschließend bin ich aus Leavenworth ausgebrochen. Mehrfach. Ich wollte nach Hause zu meiner Frau. Irgendjemanden umgebracht? Nein. Gibt einen Drogenring auf der Insel. Ich habe Feinde da. Ich habe Feinde da draußen. Hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Wie tragisch. Ich fange gleich an zu heulen. So, muss los. Die letzte Fähre geht gleich. Es gibt einen Drogenring auf der Insel. Ich kann helfen, ihn zu sprengen. Die Medikamente würden nicht mehr verschwinden und die Zahl der Junkies würde zurückgehen. Weniger von euch Simulanten, weniger Ärger. Gespräch Wir haben uns nichts zu sagen. Vergeude nicht meine Zeit. Bringt ihn in einen der Stationsräume. Was eine Unterhaltung, ey. Klappe zu, Affe tot. Glühbirne? Dunkel. Jetzt ist sie kaputt. Ow, shit! Zeitverschwendung. Ein altes Waschbecken. Hier verfällt alles. Ich sollte mich an kaltes Wasser gewöhnen. Okay, was haben wir da noch? Fensterbank. Der Nagel hier ist lose. Ein verbogener Nagel. Hat er sich jetzt einmal so gekrallt? Fenster? Immerhin ist die Aussicht gut. Ganz schön dichter Nebel heute. Es bewegt sich kein Stück. Dichter Nebel. Oh, warte mal, was hat denn Henk gesagt? Bei seinem Ausbruch war wenig Nebel. Okay.
Crassus Maximus, danke für die Info. Bett. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Ja, ist ja schon gut. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Schloss. Ich brauche das passende Werkzeug. Ein primitives altes Schloss. Vermutlich noch aus der Zeit, als die Armee hier stationiert war. Okay, da habe ich jetzt einen Nagel vielleicht? Es ist genau das, wonach es aussieht. Ein verbogener Nagel. Ja, vielleicht. Ich werde hier verrückt. Interessant. Das funktioniert, das ist ja Porno. Panikknopf. Was passiert?